on me, trying to keep my questions clean, trying to forget everything I see. Hallo, hallo, willkommen zu meinem nächsten Video. Heute möchte ich euch was zum Thema Farbe zeigen. Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten, wie du in Lightroom zu deinen besten Ergebnissen kommst zum Thema Farbe. Das funktioniert aber allerdings nicht nur in Lightroom, sondern auch in fast jedem anderen Bildbearbeitungsprogramm. Es gibt unterschiedliche Wege, wie man ans Thema rangeht, und da möchte ich euch heute ein paar Inputs liefern. Dazu habe ich schon mal ein schönes Bild, also ob es schön ist, müsst ihr für euch selbst entscheiden, aber ein Bild aus Island geöffnet. Ich habe da schon die Vorher-Nachher-Ansicht, ich würde das wieder für euch bearbeiten und währenddessen ein bisschen dazu sprechen. Da es heute hauptsächlich ums Thema Farbe geht, würde ich die allgemeinen Anpassungen nicht zu stark kommentieren. Ich gehe wieder rein mit Gradationskurve, sehr geschätztes Werkzeug meinerseits, und ich achte immer darauf, dass die Lichter, also wenn man das Histogramm anschaut, dann weiß man, okay, dieser Bereich vom Wasserfall, der befindet sich ganz weit rechts im Histogramm, daher muss ich eben schauen, dass dieser Bereich noch nicht abgeschnitten wird, also dass da weiterhin Kontraste sind. Also wenn ich dann so weit drauf gehe, dann wäre das natürlich zu weiß, dann hätte ich da keine Kontraste mehr, dann ist da nichts mehr drinnen. Das ist nicht sehr ansprechend, und daher schaue ich eben darauf, dass ich die hellen Bildbereiche da bewahre. Weiter geht es schon mal mit lokalen Anpassungen. Da kann ich auch schauen oder beziehungsweise darauf achten, dass die hellen und die dunklen Bereiche sich ein bisschen ausgleichen. Also ich kann da hergehen und zum Beispiel mal den Vordergrund verstärken, wie man es im anderen Video auch gesehen hat, die lokale Bearbeitung. Ich würde es hier irgendwo verlinken vielleicht. Bei der lokalen Bearbeitung schaue ich eben, dass ich die Kontraste verstärken kann, die lokalen Kontraste verstärken kann. Also gewisse Bildbereiche bleiben von der Helligkeit her so, wie sie sind. Andere Bildbereiche werden eben eine Spur aufgehellt und wieder andere werden abgedunkelt. Man sieht da jetzt, wenn man vorher nachher anschaut, einfach die Helligkeit im Wasserfall, der Helligkeitsunterschied hat sich ein bisschen ausgeglichen, was zu einem homogeneren Eindruck führt. Ich glaube, so ist es gerade, das Bild. Ich habe jetzt auf den Bereich geachtet, wo das Wasser auftrifft und eben, dass dieses gerade ist. Und genau. In Summe gibt es 4 Positionen, wo ich die Farben anpassen kann. Eigentlich gibt es 5. Das ist einerseits oben, ganz oben, die Temperatur und Tonung oder der Tint und Temperature. Dann weiters kann ich über den Farbmischer, über das HSL-Panel oder eben über die Punktfarbe kann ich das direkt bestimmen.
Da verwende ich lieber das HSL, das ist für mich übersichtlicher. Dann kann ich Color Grading machen, also da kann ich wirklich bestimmte Bereiche einfärben, also das werden wir auch verwenden. Und ganz unten noch das Kalibrierungstool. Also zuerst einmal die allgemeine Basiseinstellung der Farbe mache ich immer über die Temperatur. Und damit ich da an das gut sehen kann, weil unser Auge, das passt sich an Farben unglaublich schnell an, gehe mit Dynamik und Sättigung auf 100. Man sieht, wir haben sogar schon Kontrast. Also die Einstellung an sich ist gar nicht schlecht. Also wenn ich wärmer wäre, das ist zu warm. Da hat alles einen gelben Farbstich. Weil zum Beispiel, wenn man da die Sättigung wieder zurücksetzt, das schaut eigentlich gar nicht unangenehm aus, das Bild. Also es wirkt relativ natürlich sogar. Alles hat so einen warmen Farbton. Aber eben, das ist auch gleichzeitig das Problem. Wenn alles so einen warmen Farbstich hat, dann fehlen die Farbkontraste im Bild. Daher gehe ich ein bisschen nach links, also kühler. Auch hier, wenn ich da wieder zurücksetze, diese Position wirkt auch sehr neutral und gar nicht unangenehm. Genau, dann gehe ich wieder auf 100% Dynamik, Sättigung und gehe noch weiter nach links, wo sich ein schöner Farbkontrast einstellt. Also das wäre natürlich zu blau, das wollen wir nicht. Aber, also man sieht auch im Regenbogen, dass sie das einfärbt, also wir brauchen da auch Blautöne, da werden wir einen Teiler noch lokal anpassen und irgendwo in diesem Bereich um die 5000, nehmen wir mal genau 5000, das klingt auch gut, also 500 ist zu wenig, 5000 und dann setzen wir wieder die Dynamik und Sättigung zurück. Und da habe ich jetzt, nachdem ich die Dynamik und Sättigung zurücksetze auf 0, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Bild komplett farblos ist. Dynamik, Sättigung gehe ich dann gleich wieder rauf, also auf einen sinnvollen Wert, also um die 20 zum Beispiel, 25, so in der Größenordnung. Und Sättigung in dem Fall gehe ich ein bisschen weniger nach oben, also nur 5, 6. Die nächste Möglichkeit der Farbanpassung ist im Farbmischer. Ich erkläre jetzt nur das HSL, also gibt es verschiedene Einstellungen. Da gehen wir, um das mal vorab einzustellen, dann gehen wir auf Mischer, dann wählt man nicht Farbe, sondern HSL. Weil wenn man Farbe einstellt, dann sind alle Farben, Farbton, Sättigung, Luminanz direkt untereinander, also farblich sortiert. Und so kann ich zuerst einmal den Farbton anpassen, dann die Sättigung, dann die Luminanz. Und da habe ich alle ausgewählt. Das ist mir so am sympathischsten. Also ich möchte das ganze Bild ein bisschen klarer gestalten. Und das mache ich, indem ich die Farben etwas näher zusammenrücke. Das heißt, ich schaue, dass ich die Farbtöne der warmen Farben etwas näher zusammenbringe und die der kalten etwas näher zusammenbringe. Das heißt, wie mache ich das? Da brauche ich genau die Farbton-Skala und da gibt es so ein Tool neben dem Wort Farbton, sieht man so einen kleinen Farbton durchziehen im Foto anpassen steht, wenn man drauf geht. Und damit kann ich, wenn ich da draufklicke, kann ich Farbtöne messen. Und man sieht, wenn man rechts auf die Schrift achtet, die wird hervorgehoben. Also da ist zum Beispiel oranger Farbton, dann gehe ich weiter runter und dann hüpft es auf gelb rüber und da ist dann, also ich kann das auch testen. Welche Farbtöne da drin sind. Rot habe ich kaum drin, das ist eh in Ordnung. Und Orange habe ich sehr viel drin. Das würde ich vielleicht ein bisschen wärmer machen, also ein bisschen Richtung Orange, Rot verschieben, also nach links. Wenn ich ganz viel verschiebe, dann ist das natürlich zu viel. Aber ich würde das Orange ein bisschen Richtung Rot und das Gelb auch Richtung Orange, also dass das alles ein bisschen wärmer wird. Man sieht, bei Gelb passiert relativ viel, vor allem im Hintergrund da rechts. Wenn ich mir das anschaue, vorher, nachher. Also zuerst hat das der hintere Bereich da
hat so einen Grünstich und der hat mir nicht so gefallen. Und daher habe ich das jetzt ein wenig Richtung Gelb oder besser gesagt Richtung Orange-Rot verschoben. Das Gleiche machen wir mit den kühlen Farbtönen. Wir schauen, ob wir da Aquamarin drin haben. Eigentlich nicht. Und Blau haben wir auf alle Fälle. Da sehen wir, wenn wir den verändern, ja, da passiert was. Ich muss sagen, in dem Fall ist das Bild relativ gut schon farblich sortiert von der Natur aus. Da habe ich noch nicht viel dazu beigetragen. Was wir jetzt allerdings noch machen können, ist, ein großer Teil vom Bild ist warm und ein kleinerer Teil, also nur der Wasserteil da, ist kühl. Ich habe da im Vordergrund auch so einen reflektierten Teil, den würde ich noch lokal ein bisschen anheben, dass der besser zur Geltung kommt, weil das ist natürlich schön, wenn wir da so eine Mischung haben zwischen vorne an warmen Farbton, dann an kalten Farbton, der so ins Bild führt und dann geht es wieder warm weiter. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Farbanpassungsbereich und das ist das Color Grading. Ist Color Grading gibt uns die Möglichkeit, das ganze Bild nach Lichter zu sortieren. Also wir haben die dunklen Bereiche, die Mitten und die Höhen. Ich gehe jetzt mit bei den Mitten rein. Ich sehe, dass das den Hintergrund stark beeinflusst und das finde ich aber positiv in dem Fall. So wäre nur die Sättigung zu stark. Und da gehe ich auf die Shift-Taste, die gedrückt halten und dann kann ich der Linie nämlich angenehm folgen und bleibe dann bei einer Sättigung von 14, also sehr niedrig. Und das gleiche mache ich mit den Schatten, also die Schatten möchte ich auch anpassen, also einfärben. Und da suche ich mir eine Farbe aus, die natürlich wirkt, einen Blauton. Und auch da gehe ich wieder mit der Sättigung runter auf 7 oder so, also ganz niedrig. Es braucht beim Color Grading nicht viel, aber man kriegt einen guten Effekt. Wenn man ein bisschen zu viel Sättigung hat, wird es sehr unnatürlich. Und da schauen wir, also das ist vorher und das ist nachher. Also man sieht, dass gewisse Bildbereiche, so wie links oben, wenn es da mal schaut, werden da relativ deutlich angepasst. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, die Kalibrierung zu verwenden, um Farben anzupassen. Und bei Kalibrierung, da geht es darum, dass die Sensorebenen, also das heißt Primärwert, da werden alle Pixel beeinflusst. Also es gibt ja einen grünen, einen roten und einen blauen Teil des Kamerasensors. Und der Vorteil davon ist, dass ich vor allem bei sehr bei sehr weichen Übergängen zwischen zwei Farben, habe ich bei dem Kalibrierungstool den Vorteil, dass ich da keine Farbabrisse bekomme oder nicht so schnell. Also da muss man sich schon bemühen, dass man da deutliche Fehlfarben erzeugt. Und daher nutze ich das auch gerne, um Färbungen zu machen. Da kommt auch der berühmte Teal and Orange Look her, wenn man den blauen Farbkanal, den Farbton vom primären Blau nach links verschiebt, dann kriegt man eben so ein türkises Blau und so ein oranges Gelb. Und mir gefällt es eigentlich ja eh so wie es war am besten. Ziemlich. Hier kann ich die Sättigung noch sehr gut anpassen. Das wirkt dann sehr natürlich, finde ich. Und genau, das ist vorher, das ist nachher. Es wurde ein bisschen kräftiger. Dann gibt es eben zusätzlich noch die Möglichkeit, dass man über Pinsel oder andere Werkzeuge, lokale Werkzeuge, die Farben anpassen. Also da haben wir schon gesagt, beim Regenbogen möchte ich den blauen Bereich noch ein bisschen rausarbeiten, weil man sieht zwar den warmen Farbton, aber den kühlen noch nicht so gut. Und weiters möchte ich noch ein paar Kleinigkeiten machen, um so Details noch herauszuholen.
einen Punkt, den ich vorher schon angesprochen habe, das, die warme Färbung von dem Bereich im Vordergrund. Und da kann ich eben das durch Lichter und eine warme Färbung besser herausheben noch. Und das gefällt mir nämlich sehr gut. Und das soll auch deutlich sichtbar sein. So, und dann zum Schluss vielleicht noch eine leichte Vignette. Da verkleinern wir das Bild wieder mit Command und Minus oder Steuerung und Minus. Ich hoffe, das ist richtig so. Und umkehren. Und dann gehen wir leicht auf Minus. Schauen uns das einmal an, wie das vorher nachher ausschaut. Vorher nachher. Gefällt mir ganz gut. Und zum Schluss schauen wir das Bild gerne an, einmal mit weißem Hintergrund. Da kann ich die im Entwickeln-Tool die Taste S drücken und mit schwarzem Hintergrund. In dem Fall würde ich es noch ein bisschen aufhellen, damit es nicht zu düster wirkt. Nochmal. Genau. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. I kept them in a photograph, memories that make me sad, happy little moments you can't get back. Now I wish that I'd have more time, the optimism ran me blind, nothing like the fear of getting left behind. Okay, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Wiedereinschalten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können über die Bearbeitung von Farben im Lightroom oder in anderen Softwarelösungen. Also wie gesagt, es gibt die meisten Tools auch in anderen Bildbearbeitungsprogrammen. Das ist nicht nur für Lightroom. Wenn euch das gefällt, was ich euch da gesagt habe, dann freut es mich, wenn es einen Daumen nach oben gebt oder den Kanal abonniert. Bitte auch gerne teilen, also ist erwünscht. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal beim Sebastian Jun von Capture the Show bedanken. Der hat mich wieder ein wenig mit Videomaterial vor Ort auf Island unterstützt und genau, da möchte ich dir Danke sagen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und bis dann. Ciao. Ja, hallo. Wir sind heute bei einem ziemlich coolen Wasserfall auf Island und da habe ich wieder ein ganz spannendes Bild aufnehmen können. Also es ist vor allem fotografisch sehr interessant, gerade mit dem Licht. Also man sieht es ja, da ist es ziemlich hell und die Kontraste sind sehr intensiv, was natürlich fordernd ist, aber trotzdem auch fotografisch sehr interessant sein kann. Every time the push comes to shove.